dieses Kind von Sebastian sein sollte, dann gibt es nur eine Lösung. Ich werde es abtreiben. Bin ich so ein schlechter Mensch? Leonard, bleib! Bitte. Oder willst du, dass ich draufgehe? Ich habe ja auch keine Hilfe verdient. Jana hatte recht. Ich bin ein schlechter Mensch. Ich gehe dann mal packen. Sarah, warte. Niemand will ich loswerden. Darf ich bleiben? Unter zwei Bedingungen. Erstens, mit der Kokserei ist diesmal wirklich Schluss. Und zweitens, lüg mich nie wieder an. Versprochen. Das ist doch deine Spezialität. Wenn ich an deine Tante Charlie und Bernd, diesen Trottel, denke. Ich kann ja wohl schlecht mit Lars schlafen. Lars ist mein Onkel. Ja, so wie du es machst, ist mir doch egal. Hauptsache, Natalie und Lars trennen sich. Damit du wieder bei ihr landen kannst. Sorry, kein Interesse. Das ist aber schade. Da lässt du dir ja jede Menge Geld durch die Lappen gehen. Ist doch sonst nicht deine Art. Ich habe einfach keinen Bock darauf, mich schon wieder mit meiner Familie anzulegen. Ansgar, das ist ja schön, dass du mich besuchst. Hast du dir eigentlich schon mal Gedanken zu meinem Verlobungsring gemacht? Kleiner Tipp, ein Solitär, 3 bis 4 Karat, eher schlicht. Protzig sieht immer so billig aus. Vergiss es, Tanja. Ich lass mich nicht scheiden. Ich bin nur hier, weil ich gehört habe, dass sich deine Sekretärin an den Freund meiner Frau ranmacht. Bitte? Ansgar, deine Witze sind geschmacklos. Ist Inzest bei euch Adligen eigentlich immer noch normal? Och, mit diesen kleinbürgerlichen Moralvorstellungen kommt man einfach nicht weiter. Danke, Elisabeth. Ach, das ist doch selbstverständlich, dass ich dir freigebe. Du bist dir sicher, dass du diesen Termin wirklich wahrnehmen willst? Ja, ist für alle das Beste so. Du weißt, auch Matthias könnte der Vater sein. Selbst wenn. Matthias will keine Kinder mehr. Katja, eine Abtreibung. Du könntest das irgendwann mal bereuen. Glaubst du, ich nehme das auf die leichte Schulter? So habe ich das nicht gemeint. Ich mache mir Sorgen um dich. Mein Gott, redet doch mal mit Matthias. Gemeinsam werdet ihr eine Lösung finden. Es gibt keine andere Lösung. Es steht fest. Und versuch mir nicht, etwas anderes einzureden. Ach, Olivia. Ja, Ansgar wollte mich auf Lars ansetzen. Der tickt doch nicht mehr richtig. Glaubt er im Ernst, dass Sie mit Ihrem Onkel schlafen? Zumindest wollte er mich auf Lars und Natalie ansetzen. Denken Sie nicht mal daran. Ich habe ihm gleich gesagt, dass er es vergessen kann. Egal, wie viel Kohle dabei für mich rausspringt. Aber was ich nicht so ganz verstehe, ist, wollen Sie Ansgar wirklich heiraten? Kindchen, zerbrechen Sie sich nicht meinen Kopf. Und mischen Sie sich nicht in Sachen ein, die Sie nichts angehen. Verstanden? Das würde ich nie tun. Ich riskiere ja nicht meinen Job bei Ihnen. Kluges Mädchen. Und vielleicht ergibt sich ja auch irgendwann noch mal die Möglichkeit, dass ich, Sie wissen schon, als Model für Sie arbeiten kann. Was ist denn mit Sarah? Alles im Griff. Sie hat gerade erst wieder was bei mir bestellt.
denken Sie daran, dass niemand erfahren darf, woher sie den Stoff hat. Denn im Zweifelsfall steckt Ihr Kopf in der Schlinge. Ich pass schon auf. Und halten Sie sich von Ansgar fern. Ich drehe noch eine Runde durch den Park. Ja, tu das. Hallo, Sarah. Hallo. Und? Weißt du schon, wo du vorläufig hinziehen wirst? Elisabeth, ich würde gerne bleiben. Weißt du, ich habe eingesehen, dass das mit dem... Hier interessiert niemanden, was du willst. Wie oft muss ich dich eigentlich noch rausschmeißen, bevor du verschwindest? Ansgar, kannst du mich nicht einfach mal in Ruhe lassen? Nein, das kann ich nicht. Und eins sage ich dir. Wenn du deine beschissenen Drogen noch mal in der Nähe meines Sohnes liegen lässt, dann stopfe ich sie dir in den Hals. Wir würden dir wirklich gerne helfen, Sarah, aber ich bleibe dabei. Solange du dich mit Drogen betäubst, ist hier kein Platz für dich. Das hast du ja wohl nicht zu entscheiden. Mein Vater hat mir ihr lebenslanges Wohnrecht eingeräumt. Wenn Johannes wüsste... Dass Leonard auch will, dass ich bleibe? Und das ist das Einzige, was für mich zählt, Elisabeth. Also tu mir einen Gefallen und halt dich endlich raus. Ja, mein Großer, feierst du später noch? Mit Freunden am Strand? Ist ja super. Ich vermisse dich so sehr. Ja, okay, meld dich wieder, ja? Tschüss, warte mal, da ist noch jemand, der mit dir sprechen will. Warte. Hey, David. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, wie ich höre, lässt es dir richtig gut gehen in Down Under, hm? Ja, hier läuft alles prima. Deinen Geschwistern geht's auch gut, klar. Und jetzt feier noch schön, hau rein, ja? Und meld dich mal wieder. Ciao, David, wir denken an dich. Wahnsinn, jetzt ist der Kerl schon 23. Ja, ich erinnere mich noch mit 5, als er unbedingt Fahrrad fahren wollte. Weißt du noch, wie es war, als wir erfuhren, dass du zum ersten Mal schwanger bist mit Lydia? Wir dachten, wir schaffen das nie, ein Kind großzuziehen. Und dann sind es 3 geworden. Und alle erwachsen. Mehr oder minder. Ich hatte damals solche Angst. Naja, wir waren verdammt jung. Du warst damals jünger als Lydia heute. Dass du nicht einmal an Abtreibung gedacht hast, das habe ich dir immer hoch angerechnet. Dass du Lydia unbedingt haben wolltest. Leonard, hast du mal bitte einen Moment für mich? Ja, natürlich. Was gibt's denn? Sarah hat behauptet, du willst, dass sie hier bleibt. Ja, genau, das stimmt. Aber wir waren uns doch einig, dass sie Königsbrunn verlässt. Ja, wenn schon, sie wieder... aber ich habe noch mal mit ihr geredet und sie hat mir versprochen, dass mit der Kokserei jetzt Schluss ist. Ach, das hast du schon mehr als einmal versprochen. Diesmal meint sie es aber ernst. Du bist Arzt. Du musst doch nun wirklich wissen, dass auf das Wort einer Drogensüchtigen kein Verlass ist. Ja, genau. Ich bin Arzt. Und deshalb weiß ich ja wohl am besten, was richtig für Sarah ist, oder? Ich habe den Eindruck, dir fehlt es an dem nötigen emotionalen Abstand bei der ganzen Sache. Sarah braucht professionelle Hilfe und die wird sie erst annehmen, wenn sie keine andere Wahl mehr hat. Elisabeth, du bist weder Sarahs Mutter, noch hast du das Recht, sie hier rauszuwerfen. Vater hat all seinen Kindern lebenslanges Wohnrecht auf Königsbrunn gewährt. Und da gehört Sarah nun mal dazu. Das ist mir sehr wohl bewusst. Ich will ihr doch auch nur helfen. Verstehst du das denn nicht? Doch, natürlich verstehe ich das. Aber ich kann sie doch unmöglich in ihrem Zustand sich selbst überlassen. Elisabeth, ich kann ihr helfen. Bitte versteh mich nicht falsch, aber ich muss das glauben. Du vermisst David, hm? Matthias. Alles in Ordnung? Ja, es ist nur das... Australien ist so weit weg.
Er wird doch da nicht ewig bleiben. Du wirst sehen, sein Work-and-Travel-Visum wird bald abgelaufen sein. Hm? Ist alles klar mit dir? Du bist in letzter Zeit so... Ich bitte nicht. Hey, was ist denn los mit dir? Hm? Halt mich ganz fest. Guten Morgen. Morgen. Entschuldige, und? Konntest du schlafen? Ging so. Der Entzug macht dir sicher zu schaffen, was? Ja, schon. Aber es tut gut zu wissen, dass ich nicht alleine bin. Ja. Hör zu, ich habe mir überlegt, ich wollte gleich im Krankenhaus mal meine Kollegen fragen. Vielleicht kennt ja einer von denen eine gute Entzugsklinik für deinen Fall. Das ist lieb. Ich gehe jetzt noch mal ein bisschen spazieren. Die frische Luft tut mir bestimmt gut. Ja, ganz bestimmt. Du kommst dann nachher zum Frühstück, oder? Mhm. Gut, also dann bis gleich. Olivia Schneider? Olivia, Mensch, wo bleibst du denn? Ich bin ja schon auf dem Weg. Wieso kommst du eigentlich nicht zu VA Faces? Weil ich hier gerade nicht weg kann? Also, wie lange brauchst du noch? So gut wie da. Okay, beeil dich. Bis dann. Guten Appetit. Sie wollen, dass es so bleibt, dann verziehen Sie sich doch einfach. Ach, warum denn so gereizt? Frau von Anstetten, darf ich Sie bitte an Ihren Tisch führen? Du darfst. Warum sind Sie eigentlich so feindselig? Ich stehe auf Ihrer Seite. Oh, bitte. Und ich mache alles, damit Ansgar ihn nicht dazwischenfunkt. Vielen Dank für Ihre selbstlose Hilfe. Und jetzt einen schönen Tag noch. Wir kommen ganz gut alleine zurecht. Wenn ich dann bitten dürfte. Dann ist das bestimmt für Sie auch nichts Neues, dass Ansgar Ihre Nichte auf Sie angesetzt hat. Olivia? Zum Glück weiß sie, wo ihre Loyalitäten liegen. Ansgar wird nicht locker lassen, bis er sein Ziel erreicht hat. Jetzt dürfen Sie mich zu meinem Tisch bringen. Dieser kleine Dreckskerl, jetzt zieht er noch meine Familie mit rein. Olivia! Sarah! Olivia! Ich warte schon eine Ewigkeit, wo ist es? Ey, sag mal, kannst du damit nicht warten, bis ich weg bin? Stell dich doch nicht so an. Das ist hier ein privater Park. Wir sind unter uns. Okay. Aber vergiss nicht, dass du mir dafür was schuldest. Frau von Anstetten verlangt... Ja. Keine Sorge. Ich bin schon pünktlich. Gut. Dauert nur eine Minute. Ja. Lass dir ruhig Zeit. Brandner? St. Vincent Krankenhaus. Ja, da wollen Sie sicherlich mit meinem Sohn Fabian. Mit meiner Frau? Was wollen Sie mit meiner Frau besprechen? Ja, hallo. Um 2:30 morgen. Ja, gut. Vielen Dank. Du hast einen Termin im Krankenhaus? Hast du deswegen gestern Abend geweint? Ach, Wahnsinn. Was machst du überhaupt um diese Uhrzeit hier? Katja, was ist los? Ist etwas mit der Krebsvorsorge rausgekommen? Bist du krank? Nein, ich muss zu einer weiteren Routineuntersuchung. In den letzten Tagen war dir häufig übel. Ne? Ich komme mit zum Termin. Also für das Treffen mit Rohrmann brauche ich dich nicht unbedingt. Ich hab's doch gesagt, das ist eine weitere Routineuntersuchung. Das schaffe ich doch auch alleine. Hallo. Was siehst du denn für eine Flappe? Ich hoffe, das ist nicht ansteckend. Vielen Dank für dein Mitgefühl. Da kann ja nur eine Frau dahinter stecken. Habe ich recht? Erzähl doch mal, vielleicht kann ich dir einen schwesterlichen Rat geben. Lass mal lieber. Bist du schon wieder drauf? Und wenn schon?
Ich dachte eigentlich, du bist ein bisschen locker drauf als der Rest von der Schlosssippe. Und ich dachte, du wärst ein bisschen schlauer als die Junkies vom Bahnhof. Warum glaubt ja eigentlich jeder, dass er voll den Durchblick hat bei Koks? Seid ihr alle Drogenexperten oder was? Bevor du hier klug scheißt, solltest du vielleicht erstmal wissen, wovon du überhaupt sprichst. Wenn du deinen Liebeskummer loswerden willst, probier's mal damit. Spinnst du? Sarah, das reicht! Das geht endgültig zu weit. Wenn ich's dir sage, der Typ hat uns den ganzen Abend ausgehalten. Der hat bestimmt 300 Euro für uns hingeblättert. Er hat mich gefreut. Auf Wiederhören. Hallo, Olivia. Ich habe nichts ausgefressen. Ich weiß. Deshalb bin ich hier. Ich verstehe nicht ganz. Tanja von Anstetten hat mir von dem Angebot erzählt, das die Ansgar gemacht hat. Meine Beziehung mit Nathalie zu torpedieren. Und was hat sie noch gesagt? Dass du dich nicht darauf eingelassen hast. Es war doch klar, dass ich dich nicht in die Pfanne haue. Ich finde es gut, dass du inzwischen erkannt hast, was Familie bedeutet. Nämlich Zusammenhalt, egal was passiert. Ach, Olivia, noch ein Wort zu Tanja. Traue nicht über den Weg und lass dich nicht auf irgendwelche Machenschaften ein. Kriminelle Machenschaften. Was ist? Ist alles in Ordnung. Dr. Schillinger, bitte zur Information. Dr. Schillinger, bitte zur Information. Es tut mir wirklich sehr leid für Sie. Das muss nicht bedeuten, dass Sie keine Kinder mehr kriegen können. Sie wären dann die nächste, Frau Brandner. Bringen Sie die Koffer von Frau Hoffmann bitte auch gleich zum Wagen. Sehr wohl, Frau Gräfin. Ich finde, du übertreibst ein bisschen. Ich hatte nicht vor, Sarahs Koks zu nehmen. Und hättest du dich nicht eingemischt, hätte ich es auch selbst gesagt. Da hörst du's. Keiner hier hat Verständnis dafür, dass du dich als Schlossherrin aufspielst. Überspann den Bogen nicht, Sarah. Mit welchem Recht willst du mich überhaupt vom Schloss werfen? Du kennst doch Johannes Testament. Elisabeth, was soll das werden? Ich dachte, wir hätten das Thema gestern Abend geklärt. Ja, das war, bevor Sarah deinem Bruder Kokain angeboten hat. Du hast was? Hannes hatte ihr Kokain in den Fingern. Karl hatte deshalb Ärger mit dem Jugendamt. Und jetzt versucht sie, Konstantin zu diesem Zeug zu überreden. Wer ist der Nächste, den du in seine Sucht hineinziehst? Leonard, du hast versprochen, dass du zu mir stehst. Ach, dieser Rohrmann. Auf den musst du immer warten. Machst du dir Sorgen wegen Katjas Arzttermin? Um ehrlich zu sein, schon. In letzter Zeit, da hat sie immer solche Stimmungstiefs. Übel war ja auch öfters gewesen. Oh, Matthias, dafür gibt es tausend Gründe. Ja, aber warum lässt sie sich dann heimlich einen Termin im Krankenhaus geben? Hoffentlich ist es nichts Ernstes. Weißt du was? Ich erledige das hier. Und du gehst nach Hause und kümmerst dich um deine Frau. Hm? Komm, geht in Ordnung. Danke, Arno. Na, heute mehr Interesse an einer Zusammenarbeit als gestern? Du löschst sofort den Film. Ich bitte dich, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich werde nicht mit Lars schlafen. Ja, schon gut, setz dich erst mal. Diese alte Moralapostel hätte sich ohnehin nicht drauf eingelassen, aber du hast Glück. Mir ist noch mal dieser hübsche kleine Skandal durch den Kopf gegangen, den du anlässlich der Taufe meiner Nichte veranstaltet hast. Was ist damit? Wie ist noch mal die Frau, die von deiner Tante bestochen wurde, damit sie heimlich Lars Kind abtreibt? Wieso willst du das wissen? Kann ich Ihnen noch etwas bringen? Nein, danke. Weil ich dich sonst wegen Drogendealerei drankriege. Simone. Sehr schön. Und ich gehe recht in der Annahme, dass diese Simone Lars große Jugendliebe war? Ich glaube schon. Prächtig. Die findest du für mich. Wie soll ich denn das anstellen? Entschuldige mal, das ist doch dein Problem.
Aber du wirst sie finden. Ansonsten wandert dein süßer kleiner Arsch hinter Gittern. Du hattest mir versprochen, kein Kokain mehr zu nehmen. Und jetzt bietest du sogar Konstantin an? Mann, das war doch nicht so ernst gemeint. Ach, nicht? Nicht lügen, Sarah. Ich wollte es wirklich nicht mehr nehmen, ehrlich. Aber ich habe so einen letzten Rest unten in meiner Tasche gefunden und da konnte ich nicht widerstehen. Es war wirklich das letzte Mal. Tut mir leid, Sarah. Du hattest eine Chance. Und nicht nur eine. Aber du hast gesagt, ich bedeute dir was. Ja, das tust du auch. Aber ich habe nun mal auch eine Verantwortung meiner Familie gegenüber. Du scheinheiliger Schlappschwanz. Du bist doch nur frustriert, weil du an mir nicht deinen jämmerlichen Helferkomplex ausleben kannst. Es wird höchste Zeit, dass du gehst, Sarah. Du hältst dich bedeckt. Wie konnten Cecile und Jana es überhaupt aushalten, mit dir verheiratet zu sein? Die beiden können froh sein, dass sie tot sind. Katja? Was hast du? Der Arzt hat etwas Schlimmes festgestellt. Rede mit mir! Matthias, ich bin nicht krank. Gott sei Dank. Katja, was ist mit dir los? Du kannst mit mir über alles reden, das weißt du. Ich weiß. Es ist nur, was ich dir jetzt sagen werde. Ich weiß, es wird dich furchtbar verletzen.